Hallo ihr Lieben, ich möchte jetzt bei einem weiteren Tag mitmachen und zwar der Bücherfragen-Tag. Ilona und Sina haben es vorgemacht, die beiden Glimmerfeen, und fand ich ganz interessant, deshalb dachte ich, schließe ich mich mal an. Legen wir direkt los mit Frage 1. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu lesen? Ja, bei mir ist es so, ich war in meiner Kindheit ein richtiger Lesemuffel. Also als ich ganz klein war, ich habe nie irgendwelche Märchenbücher gelesen oder so, wenn überhaupt, haben meine Eltern mir das vorgelesen. Aber erst mit 11 Jahren hat meine liebste Patentante Beate mir ein Buch in die Hand gedrückt, und immer noch habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht. Und dann hat sie gesagt zu meiner Mama, lies ihr das mal vor und irgendwann hör mal auf zu lesen und dann mal gucken, ob sie es wirklich selber nicht in die Hand nimmt. Und ja, es war Harry Potter. Und wie ihr euch denken könnt, hat dieser Plan funktioniert. Meine Mama hat es gelesen und irgendwann, ich glaube schon im ersten Buch hat sie aufgehört und hat gesagt, so, jetzt habe ich keine Lust mehr zu lesen, entweder du machst es selber, du kannst auch mir gerne vorlesen oder wir wissen halt nicht, wie es weitergeht. Ja, zuerst war ich trotzig und habe gesagt, nein, das ist gemein, ich lese nicht, aber irgendwie haben sie mich so doch dazu bekommen und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, so habe ich also mit 11 Jahren die Liebe für Bücher entdeckt und seitdem sieht man mich nie mehr ohne ein Buch in der Hand. Zweitens, welches Genre liest du am meisten? Also, ich kann gut und gerne von mir behaupten, dass ich fast alles lese. Bevorzugt auf jeden Fall Liebesgeschichten. Also, ich glaube, in fast jedem Buch, was ich hier stehen habe, kommt eine Liebesgeschichte vor. Ich lese auch schon mal welche ohne, aber meistens gebe ich die Bücher dann wieder ab. Also dann sage ich, die haben mich jetzt irgendwie nicht so ganz gereizt, waren vielleicht ganz nett, aber dann verschenke ich die oder was auch immer. Oder verkaufe sie. Ja, also alle meine Bücher, die hier stehen, haben eigentlich eine Liebesgeschichte. Und ich lese trotzdem fast alles. Also ich lese auch gerne Komödien. Aber es ist ja immer gut vereinbar. Also auch Fantasy-Geschichten und so, die ich sehr gerne lese, ist ja trotzdem immer eine Liebesgeschichte drin. Und das ist also ganz praktisch. Ja, und was lese ich noch? Krimis auch sehr gerne. Eigentlich bevorzugt die Krimis von J.D. Robb. Aber wenn man mir schon mal einen anderen empfiehlt, dann lese ich den auch. Oder Thriller, habe ich auch mal eine Zeit lang ein paar gelesen, aber konnte mich ehrlich gesagt nicht ganz so begeistern. Ja, Komödien, habe ich das schon gesagt, auch auf jeden Fall die von Janet Ivanovic, die lese ich sehr gern, die Bücher. Und Frauenliteratur, Chicklit und sowas alles, ja, das kann ich mir auch immer gerne mal zwischendurch reinziehen. Drittens, liest du lieber alleine oder mit jemandem zusammen? Also ich finde es sehr schade, aber ich lese tatsächlich nur alleine. Ich habe, wie gesagt, angefangen mit meiner Mama zu lesen, aber es ist so, dass ich es bevorzugt sehr gerne nachts lese oder einfach sehr spät abends, also angefangen ab 11 Uhr und dann auch mal bis 2 oder 3 Uhr nachts. Und daher kommt es, dass da sich niemand mehr anschließen möchte. Kannst du auch lesen, wenn jemand im Hintergrund redet, ist die Frage 4. Ja. Eindeutig ja. Ich habe durch meine Ausbildung, musste ich zur Schule immer mit dem Zug fahren. Dadurch habe ich gelernt, alles um mich herum abzuschalten. Also da kann jemand meinetwegen einen CD-Player mit haben und laut Musik hören. Oder die können lachen und schreien und erzählen, was sie wollen. Also ja, ich bin dann in meiner eigenen Welt und da kann jemand reden, wie er will. Also man muss mich dann schon entweder direkt ansprechen, um mich da aus dieser Trance rauszuholen, aber das macht mir wirklich gar nichts aus. Hintergrundgeräusche blende ich absolut aus. Fünftens, wie viele Bücher liest du im Monat? Das ist schwierig. Ich finde, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Es gibt Monate, in denen lese ich auch mal nur ein oder zwei Bücher, aber meistens sind es schon so 3 oder 4. Wenn ich wirklich ganz, ganz viel Zeit habe und furchtbar viele Bücher oder gerade eine Serie habe, die viele Bücher hat und zum Beispiel mit der J.D. Robb-Serie, diese schwarze, die da oben in meiner Buchzeile hängt. Diese Serie habe ich, als ich die angefangen habe, in einem Monat habe ich bestimmt 10 Stück davon gelesen. Und ist halt schade, weil die mittlerweile immer nur langsam voranschreitet. Also die Übersetzer sind da sehr langsam und deswegen habe ich nicht die Möglichkeit, so viele Bücher am Stück zu lesen. Und damit ich wirklich jeden Tag lese, dafür muss das schon ein tolles Buch sein, das mich wirklich fesselt. Denn ich lese
nicht irgendein Buch, was ich so ganz okay finde. Das lese ich nicht jeden Tag. Das lege ich dann auch mal 2, 3 Tage zur Seite. Und ja. Die nächste Frage. Das war fünftens, ne? Ja, genau. Sechstens, wie lange liest du am Tag? Also auch das ist unterschiedlich. Es gibt Tage, da lese ich mal 2, 3 Stunden sogar. Wie gesagt, meistens nachts, aber meistens eher nur eine Stunde vielleicht. So wahnsinnig viel lese ich nicht. Es gibt sogar Tage, da, wie gesagt, lese ich gar nicht. Ich habe jetzt auch, glaube ich, letztes Mal vor 3 Tagen gelesen und das kommt dann immer aufs Buch an, ob mich das jetzt gerade fesselt oder nicht. Dann gibt es auch schon Bücher, die Twilight Saga zum Beispiel, da habe ich fast ein ganzes Buch am Stück gelesen, nur mit kurzen Pausen, wo ich aufs Klo gegangen bin und was gegessen habe. Und ja, gibt es also auch. Alles immer ganz unterschiedlich. Siebtens, wie bist du zum Lesen gekommen? Ja, die Frage habe ich ja eigentlich vorhin schon beantwortet durch Harry Potter. Meine Tante hat mich da mit 11 Jahren auf die Hogwarts-Schule geschickt und seitdem bin ich absolut den Büchern verfallen. Achtens, schreibst du Bücher oder Geschichten auch selber? Ja, ich schreibe selber. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch mal, ich denke schon, dass ich dazu noch ein Video machen werde, aber so viel sei vorab gesagt, ich schreibe sehr, sehr viel und sehr gerne. Ja. Ob Kurzgeschichten oder ganze lange Geschichten und Romane, ich habe schon eine ganze Menge geschrieben. Neuntens, liest du auch in den Ferien und im Urlaub? Ja klar, also wenn ich Urlaub habe, lese ich bevorzugt sehr gerne, weil ich dann natürlich viel mehr Zeit habe. Also auf jeden Fall, klar. Zehntens, findest du es blöd, wenn jemand nicht gerne liest? Also, das ist so. Ich finde es von demjenigen selber ziemlich blöd. Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum der sich das antut, nicht zu lesen. Aber ich finde es jetzt nicht in dem Sinne blöd, dass ich sage, oh, ist der doof, den mag ich aber nicht. Nö, das ist mir ziemlich egal. Also meinetwegen müsste auch niemand auf der Welt lesen. Ich wäre auch glücklich, wenn ich mit meinen Büchern alleine wäre. Aber ja, ich finde es halt sehr schade und derjenige, der nicht liest, der verpasst meiner Meinung nach etwas. Also selber schuld, aber macht mir nichts. Ich beurteile jetzt nicht Menschen danach, ob sie lesen oder nicht. Es ist allerdings so, muss ich noch ganz kurz hinzufügen, ich finde mit anderen Bücher-Junkies kann man einfach viel besser reden. Also man findet da immer ein Thema, über das man gut quatschen kann. Und ich finde also Bücher, die verbinden unheimlich. Sieht man ja schon an dieser ganzen Community hier bei YouTube, wie viele das mittlerweile sind. Und finde ich also wirklich, ist eine schöne Sache. Elftens, findest du Lesen wichtig? Ja, klar. Ich finde Lesen schon wichtig, weil bei mir als bestes Beispiel hat man gesehen, ich war grottenschlecht in Diktaten in der Schule. Also meine Deutschnote stand, glaube ich, immer so ziemlich auf der Kippe. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, da hat sich das schlagartig gewendet. Mittlerweile schreibe ich Diktate, kann ich stolz und gerne behaupten, ziemlich fehlerlos. Und es ist auch einfach so, ich finde, der Wortschatz erweitert sich einfach. Das ist doch ganz logisch, wenn man liest. Dann hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, man kann sich besser ausdrücken und man weiß einfach, wie Wörter geschrieben werden und es ist auf jeden Fall sinnvoll. Es ist ja auch nichts Schlechtes daran. Also Bücher sind meiner Meinung nach wirklich wichtig. Zwölftens. Lesen in deiner Familie viele Leute? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also meine Mama liest mit mir diese Krimiserie von J.D. Robb. Aber meine Tante liest sehr viel, ansonsten eigentlich gar keiner. Mein Papa oder mein Bruder, die kämen nie auf die Idee, was zu lesen. Nee. 13. Gibt es schlechte Bücher? Das ist so eine Frage. Gibt es schlechte Bücher oder nicht? Das muss jeder für sich, glaube ich, selber beantworten. Denn ich habe auch schon Bücher gesehen und gelesen. Da habe ich gesagt, boah, war das schlecht. Aber andererseits, der Verlag hat doch irgendeinen Grund gehabt, das rauszubringen. Und jeder Autor, der steckt seine ganze Arbeit, seine ganze Freude, der steckt alles in sein Buch. Und deshalb ist das eigentlich nicht fair zu behaupten, das Buch ist schlecht. Es ist dann vielleicht einfach nicht mein Geschmack gewesen. Und deswegen würde ich sagen, nee, gibt eigentlich keine schlechten Bücher. Auch wenn ich das manchmal so das Gefühl hatte. Aber naja, dann hat man einfach das Falsche erwischt, das Falsche für sich persönlich. 14. Was ist dein Lieblingsbuch? Das hat man
Habe ich das eigentlich noch nicht gesagt? Ich weiß nicht genau. Also ich habe eine ganze Menge meiner Lieblingsserien in Videos rezensiert, aber eigentlich bin ich der Meinung, man kann nicht sagen, ich habe das eine Lieblingsbuch. Das gibt es für mich persönlich nicht, weil ich mindestens 6 Bücher so auf der Hand locker aufzählen könnte, die ich absolut liebe. Und ganz vorne ran sind das Seelen von Stephenie Meyer, Feuer und Stein von Diana Gabaldon, Rendezvous mit einem Mörder von J.D. Robb und noch so viele mehr. Und deshalb kann ich mich wirklich eindeutig nicht auf ein Buch festlegen. Fünftens, die letzte Frage. Was sagen deine Freunde und Familie dazu, dass du Videos drehst? Die wissen es gar nicht. Also ich habe ja noch nicht so wahnsinnig lange damit angefangen und ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass die das wissen. Es ist nämlich so, ich habe einen zweiten Account auf YouTube und da stelle ich meine ganz üblichen Videos rein. Also jetzt mit meinem Hund oder meinem Pferd und mit Freunden und was auch immer ich für Videos online laden will. Und die, die ich jetzt hier mit den Büchern mache, die kommen auf meinen anderen Account. Weil ich nicht möchte, ehrlich gesagt, dass meine Freunde meine Videos sehen. Ich finde das ein bisschen komisch. Wenn man mich kennt und mich hier so vor der Kamera quatschen sieht, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, vielleicht irgendwann mal, aber bisher habe ich denen das noch nicht erzählt. Und auch wenn jemand immer die Treppe hochkommt, das ist echt sehr unpraktisch, weil ich dann wieder das Video ausmachen muss und wieder neu starten muss, weil ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich Videos zusammenschneiden kann. Also im Moment noch relativ problematisch mit meinen Freunden und meiner Familie, aber naja, was soll's. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis nächste Mal. Tschüss.